Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Police Simulator Patrol Officers. Ich bin gerade dabei, in Conway noch mal ein bisschen durch die Gegend zu fahren und zu schauen, ob ich irgendwas Verdächtiges sehe. Am liebsten würde ich natürlich einen Drogenhandel endlich mal sehen, weil das ist ja quasi unsere aktuelle Aufgabe, aktuelle Mission. Hier ist 4431. Ich kümmere mich um den Fall. Hat er gerade den anderen beklaut oder was ist da los? Ihr wisst, wen ich meine, der mit dem blauen Hemd, der da gerade davonläuft. Der war gerade ein bisschen nah an dem anderen Typen dran. Ja, habe ich es doch richtig gesehen. Der will uns aber gerade irgendwie ein bisschen flachsen. Das ist meine Geldbörse! Ja, ich hab's gesehen. Stopp, Polizei! Oh, ich hab mein Taser draußen. Stopp! Oh, das ist nicht mein Taser, oder? Doch. Ich hab schon gedacht, ich hab wieder die falsche Waffe gezogen. Ich sehe es kommen. Irgendwann endet es noch tödlich. Taschendiebstahl, erstmal den Täter erschossen. Richtig so, meiner Meinung nach. Wer sowas macht, ist eh menschlicher Abschaum. Kann man auch ruhig aussortieren. So, erstmal Handschellen anlegen. Tatort. Brieftaschendiebstahl. Sie sind festgenommen, da Sie an den Diebstahl gegangen sind. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürger. Das kostet jetzt natürlich auch wieder ziemlich viel Zeit. Bitte tun Sie das nicht. Doch, das tue ich. Oh Gott. Was so ein bisschen Blaulicht und ein Polizist hier alles ausmacht, dass direkt wieder laute Tote auf der Straße liegen. Man kommt irgendwie einfach nicht zu der Hauptaufgabe. Ihren Ausweis bitte. Hier ist er. Ja, die Verletzten können ein bisschen auf der Straße liegen. Die können selber den Rettungswagen rufen. Bin ich fest der Überzeugung. Joanna Pachito. Pachico. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. 12.01.2021. Wir haben den 22.06.2020. Der ist also noch gültig. Kein Waffenschein. Bild müsste auch passen. Angeforderte Profil konnte nicht im System gefunden werden. Das ist ja sehr interessant. So einen Fall hatte ich auch noch nicht. Da weiß ich gerade nicht, was ich da machen soll, aber ich würde sagen, dann passt doch irgendwas mit dem Ausweis nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwo noch hier nachlesen kann. Personalausweis fragen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich weiß auch wirklich nicht, ob das hier irgendwo im Handbuch noch mit drinne steht. Ich meine, er ist ja sowieso auf jeden Fall verhaftet, aber ich würde da halt gerne Strafen noch aussprechen. Springmesser, das gefällt mir gar nicht. Ja, dann würde ich sagen. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Da kümmere ich mich jetzt auf keinen Fall drum, weil ich habe ja theoretisch noch den Verkehrsunfall hier vorne an der Kreuzung, weil der Taxifahrer irgendwie nicht auf den vorausfahrenden Verkehr geachtet hat. Ich will gerade mal schauen, ob der Beklaute noch da ist, aber ich glaube nicht. Nein, sieht nicht so aus. Der ist anscheinend weggegangen. Der hat nicht mitgekriegt, dass hier ein Streifenwagen steht, der den Täter schnappt. Ja, gut. Was soll man dazu sagen? Selbst dran schuld. Waren hier mal beide Spuren dicht? Sicherheit geht vor. Ich ziehe meinen Wunderhut noch auf. So, Taste 9. Dann wollen wir mal. Ich kümmere mich erstmal um die auf dem Boden liegenden. Ich habe hier eine verletzte Person. Ich brauche einen RTW. Die ist sowas von Knülle. Aber sowas von.
brauchen wir eigentlich gar keinen Alkoholtest machen, die können wir direkt festnehmen. Ja, am besten noch drüber fahren. Ja, warum nicht? Okay, was haben wir denn hier? Hören? Eine Person vom Rettungswagen überfahren haben wir hier. Ist nichts Schlimmes, glaube ich. Okay, gut. Oktober 20. Aber ein Arzt sollte einen Blick auf Sie werfen. Können Sie aufstehen und zum Krankenwagen gehen? Also er kann nicht aufstehen, er ist mit dem Kopf unter der Stoßstange. Alles klar. Ich schreite mal zur Tat. Ich bin wohl nicht wirklich gut gefahren. Tut mir leid. Sie sind voll hundertprozentig besoffen gefahren. Aber sowas von. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Vielleicht auch noch Drogen im Spiel, wer weiß. 0,178. Ja, Glückwunsch. Neuer Rekord. Ich würde erstmal gerne Ihren Perso sehen. Und Ihre Fahrzeugversicherung bitte. Natürlich, Officer, bitteschön. Ich finde, das sieht so cool aus mit dem Streifenwagen mit Blaulicht im Hintergrund. Gefällt mir. Gefällt mir auf jeden Fall. Erinnert so ein bisschen an GTA, die Optik. Wen haben wir denn da? Almudena Sosa. Ablaufdatum 14.02.2021. Ja, Perso-Bild passt auch. Normalerweise zwar ohne Accessoires, aber ihren Haarreif hat sie anscheinend immer an. Oder wie auch immer das Ding heißt. Gut, da sage ich mal nichts gegen. Was haben wir denn hier? Das müsste auch passen. Geburtsdatum passt. Ablaufdatum ist abgelaufen. Was ist passiert? Hören Sie mich? Ich habe Schmerzen, aber nur leicht. Ich rieche nicht nur Alkohol, ich sehe auch Alkohol in diesem Spiel. Sie müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen. Ich würde auch gerne noch einen Drogentest machen. Können Sie alleine gehen? Nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Ja, das geht. Ist halt ärgerlich. Sie hat ja eigentlich nur an der Ampel gestanden und der Taxifahrer ist hinten drauf gefahren, aber hat natürlich sie jetzt voll verraten. Na gut. Wir durchsuchen sie mal, weil wir verhaften sie gleich und dann geht's für sie ab in die Zelle. Wegen Fahren unter Alkoholeinfluss. Nagelknipser und Wurfstern. Ja, Sachen, was man halt immer dabei hat. Hey, hey, hören Sie mich? Sie sind betrunken. Ja, mir ist aber schwindelig. Bitte kooperieren. Sie sollten mich zur weiteren Untersuchung lieber begleiten. Können Sie selbst zum Krankenwagen gehen? Nein, bitte nicht, Officer. Klar, so. Ich werde es versuchen. So weit, so gut. Ich muss gerade mal nach meinem Mikrofon gucken. Irgendwie hängt das nicht ganz so gut da. So, besser. Ich bin auch übrigens wieder am Ton rumprobieren, damit die Spiele ein bisschen lauter sind und das mit dem Mikrofon alles ein bisschen besser passt. Ich hoffe, dass die Qualität von den Videos dadurch noch ein bisschen besser werden. Genau, ich wollte noch ihr Auto kontrollieren. Mal schauen, was sie noch alles so dabei hat. Samthandschuhe. Handfeuerwaffe. Hatte sie denn einen Waffenschein? Würde mich gerade mal interessieren. Habe ich nicht drauf geachtet. Waffenschein? Nein. Der nächste Grund, sie in die Zelle zu stecken. Ha, was ein Glücksfang. Wir müssen eigentlich den Taxifahrern Orden geben, dass der in das Auto reingefahren ist. Durch ihn ist die Welt wieder ein kleines bisschen sicherer geworden. Noch ein Nagelknipser. Die Frau hat eindeutig einen Fetisch. USB-Stick, Snacks. Ich glaube, einen USB-Stick würde man bei mir auch im Auto finden. Ich glaube, ich brauche einen drin rumfliegen. Drogen! Alles klar! Feuchte Trauben. Ich will nicht wissen, wo die vorher waren. Marihuana, 14 Gramm und Münzen. Alles klar. Vielen Dank. Sie haben der Welt sehr geholfen. Ich habe definitiv geblinkt, Officer. Alles gut, Sie kriegen keine Strafen. Sie haben was Gutes getan. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. Wir müssen dann nochmal schauen, ob wir der Frau noch eine Strafe geben können, weil die Versicherung ja abgelaufen ist.
müssen wir nochmal nachschauen. Wie heißt der denn überhaupt? Joel Ivanov. Ablaufdatum vom Führerschein 7.12.2022. Das passt soweit. Bild, würde ich sagen, passt hundertprozentig. Geburtsdatum 14.08.1990. Ist auch korrekt. Ablaufdatum ist auch abgelaufen. Nicht so schön. Ich werde kein Strafzettel aufstellen und es bei einer möglichen Verwarnung belassen. Ich bin mal gnädig. Weil wir wegen ihm eine Dank, betrunkene Officer. Frau aus dem Verkehr gezogen haben, die außerdem noch einen Wurfstern dabei hatte, plus zwei Nagelknipser und Drogen. So, wie gehen wir weiter vor? Ich mache bei ihm sicherheitshalber auch einfach mal einen Alkoholtest. Er wirkt zwar nüchtern, aber wir gehen einfach mal auf Nummer sicher, dass wir da nichts übersehen. Okay, kein Alkohol genommen. Ich denke auch nicht, dass er unter Drogen ist. Er macht ja so eigentlich einen korrekten Eindruck, außer dass er ein bisschen zu blöd zum Fahren ist. Aber das, da gibt es viele Menschen. So, ich will aber gerade nochmal einen Hintergrundcheck machen. Dafür gehen wir gerade mal an den Computer im Auto. Das finde ich ein bisschen realistischer, als es mit dem Smartphone zu machen. Wobei ich nicht weiß, was man alles so mit dem Smartphone als Polizist anfangen kann. Als Diensthandy. So, wen haben wir denn da? Offener Haftbefehl, nein. Versicherungsstatus ungültig. Ist soweit alles schon erkannt worden. Das passt soweit. Bei ihr wollte ich gerade auch nochmal nachschauen. Offener Haftbefehl, nein. Nummernschilder habe ich jetzt nicht kontrolliert, ob die passen. Aber ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus. Können wir ja gerade nochmal nachschauen. Damit wir ja nichts übersehen. Ja, das müsste passen. Dann müssen wir gleich noch lauter schöne Fotos hin machen. 2GEZ20, ich glaube, das hat auch gepasst gehabt. 2GEZ20. Genau. Ja, dann mache ich gerade mal schnell Bilderchen. Ja, und in dieser Schicht ist leider wieder nichts mit Drogenhändlern geworden. Die Schicht ging übrigens schon ein bisschen, oder war jetzt ein bisschen kürzer, weil ich schon ein bisschen angefangen hatte. Weil ich mit der Mikrofonaufnahme quasi einen Test, ob das mit dem Ton einigermaßen hinhaut. Dadurch war die Schicht schon zur Hälfte um, aber wir überziehen ja eh immer ein bisschen. Deswegen habe ich das jetzt für nicht so schlimm empfunden. Officer? Hallo? Man hat hier in der Stadt so viel zu tun als Polizist. Aber auch in der Realität, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, was eigentlich alles auf der Straße unterwegs ist und wie viel Müll auf die Straße geschmissen wird, ich glaube, man würde als Polizist nie mehr Feierabend kriegen. Weil einfach so viel Mist passiert und Blödsinn gemacht wird. Ist schon sehr realistisch. Man muss halt immer dann überlegen, was ist wichtiger, was ist unwichtiger, wofür nimmt man sich die Zeit, wofür nicht. Ich finde, es passt schon ganz gut. So, irgendwas fehlt noch, aber ich wüsste nicht was. So, das Fahrzeug könnte theoretisch noch fahren, aber sie geht in den Knast. Das heißt, sie braucht ihr Auto auf keinen Fall mehr. Deswegen lassen wir sie jetzt abholen. Oder ich nehme sie nachher mit. Eigentlich auch den Unfallbericht übergeben. Okay, ja. Hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Na, gerne. Ich habe immer hier Angst, dass ich überfahren werde. Das ist mir am Anfang von dem Spiel wirklich oft passiert, wenn ich einfach ohne zu gucken über die Straße gerannt bin. War halt immer auf die Schicht vorbei. So, ich glaube, bei ihm haben wir auch soweit alles gecheckt. Er hat seine Strafe bekommen. Ich würde der Frau gerne noch einen Verstoß bestrafen. Weil der Versicherungsschein abgelaufen ist. Hier. Darf ich nicht Ihr vergessen. Unfallbericht. Okay. Danke, Officer. Wobei man das theoretisch, glaube ich, auch dann später auf der Wache machen könnte, also in der Realität, weil sie ja dann eh im Knast ist, man hat ja ihre Daten. Sie kriegt aber einen richtigen Strafzettel ausgestellt. Versicherung mit einem Bußgeld. Sie kriegt keine Schonfrist.
Na, kommen Sie schon, so viel? Würde es nach mir gehen, würden Sie noch mehr kriegen. So. Dann wäre ich damit auch fertig. Würde ich sagen, wird es Zeit zum Abschleppen. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ich habe hier einen Wagen, der sein Fahrzeug durchsuche ich jetzt nicht. Ich sehe da irgendwie keine Notwendigkeit. Er hat sich ja so korrekt verhalten. Ich wollte gerade mein Auto ein Stück vorfahren eigentlich und ich habe den Blinker noch an. Aber nee, wir holen sie direkt, stopfen sie ins Auto und dann ist vielleicht der Abschlepper gleich schon da. Ja, da ist er doch schon. Nicht hinter den Fahrer setzen, immer hinter den Beifahrer. Achten Sie auf Ihren Kopf. Rufen Sie die Polizei, bitte! Stopp! Hände hoch! Irgendjemand hat meine Geldbörse gestohlen, Hilfe! Ich krieg keinen Feierabend. Stopp, Polizei! Stehen bleiben! Keine Bewegung! Zeigen Sie mir Ihre Hände! Ich kann da nicht weggucken. Ich kann einfach nicht weggucken. So, darf Ausweis bitte. Ausweis sehen? Hier, bitte. Ist sie betrunken? Hat sich gerade irgendwie so ein bisschen so angehört. Urvi Druicillo. Waffenschein, ja, okay. Müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Auf jeden Fall Handschellen. Ich muss Sie wegen Diebstahls festnehmen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf die Bürgerstraße. Was? Springmesser und gestohlene Geldbörse. Wir nehmen sie gerade mal mit zum Auto. Ich glaube, die Straße vor unserem Streifenwagen ist dann auch frei. Ja, dann können wir noch einen Gefangenentransporter quasi rufen oder eine Streife, die sie mitnimmt, weil wir haben ja schon jemanden im Auto sitzen. Und dann geht's endlich in den wohlverdienten Feierabend. Das gibt's doch nicht. Man hat mir meine Geldbörse geklaut. Rufen Sie die Polizei, bitte! Ja, rufen Sie ruhig die Polizei. Bitte Ihre Geldbörse. Das war sehr gute Arbeit, Officer. Das sah aus wie eine Verfolgungsjagd aus einem Film. Kehren Sie jetzt zur Wache zurück, Officer. Ihre Schicht ist um. Würden Sie mir Ihren Ausweis zeigen, bitte? Einfach für die Akten. Gut, natürlich. Bitte sehr, Officer. Wir müssen ja wissen, wer da beteiligt war. Passt das mit dem Bild? Ich bin mir da nie so sicher, aber die Augenfarbe würde passen. So von den Lippen her, Nase, okay, könnte. Frisur ist halt wieder eine andere, aber Frisuren können sich halt ändern. Das sehe ich mal nicht so eng. Ich weiß halt nie, ob die hundertprozentig mit dem jetzigen Erscheinungsbild übereinstimmen müssen oder nicht. Hier ist der Bericht in Bezug auf Ihr gestohlenes Eigentum. Vielen Dank, Officer. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ja, Sie können weiterfahren, ohne Auto. Viel Spaß. So, einen Gefangenentransporter bitte. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ich krieg schon wieder lauter böse Dudus, weil die Schicht vorbei ist. Anstrengender Tag auf jeden Fall. Und schöner Stau mittlerweile. Ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern.
ja, die wollen einfach nicht weiterfahren, solange ich hier stehe. Ich will aber eigentlich die Gefangene jetzt nicht da alleine stehen lassen. Aber andererseits, Feierabend ist Feierabend. Wo muss ich lang? Wie komme ich am schnellsten zurück zur Wache? Ich glaube jetzt hier geradeaus einfach. Wir lassen sie einfach mal da stehen. Schöner Stau. Und schöne kaputte Scheibe. Respekt. Wäre quasi der nächste Fall. Und schön, wie die Fahrzeuge da ineinander stecken. Aber wie gesagt, Spiel ist Early Access. Kann sowas passieren. Außerdem im nächsten Update soll die ganze Verkehrsführung KI, glaube ich, eh noch mal ein bisschen verändert werden. Ich glaube, man kann dann auch Fahrzeuge umleiten oder so. Irgendwas war da, glaube ich. Das nächste Update betrifft auf jeden Fall die KI. Richtig cool aus mit der Sonne da im Hintergrund, aber ich habe das Gefühl, ich werde gleich einen Unfall bauen. Vielleicht doch mal mehr auf die Straße gehen. Schäfchen freut sich nicht, wenn die Autos wieder zerbellt nach Hause kommen. Wunderhübsch geparkt. Wunderhübsch. Blinker sind aus. Sehr gut. Ich bringe Sie nun in die Zelle in unserer Polizeidienststelle. So, wäre der nächste Fall. Läuft nämlich mit Alkohol rum und das ist, soweit ich weiß, hier in Brickton nicht erlaubt. So, Zelle 1 ist frei. Ja, ich würde sagen, anstrengender Tag ist geschafft. Wieder ein Tag erledigt. Aber leider wieder ohne Drogenhändler. Irgendwie, wir kommen nicht dazu. Vielleicht müssen wir uns einfach mal wirklich hundertprozentig darauf konzentrieren und alle anderen Fälle neben links liegen lassen. Mal schauen, werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal versuchen, falls wir dann da auch Drogenhändler suchen sollen. Weil ich habe, wie gesagt, noch keinen einzigen entdeckt. Wird mal Zeit. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt, wieder. Lasst eine Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und vergesst nicht zu abonnieren. Und ihr könnt auch gerne das Kommentarfeld benutzen. Würde mich auch sehr freuen. Also, bis dahin, macht's gut, euer Tommy.